Ach ja, goodbye Quampui. Richtig, die Quampui sind vorbei bei Quest Invasion Nightfall Field und ihr seht, Update 1.0.15 ist nun, tja, erschienen. Das bedeutet, tja, kein Quampui. Es gibt keinen nach dem Gasmoxia Quampui, dem Final Quampui, gibt es keine neuen Quampuis mehr. Doch, es gibt aber neue Inhalte. Und es gibt einen Charakter, den wo wir freispielen müssen. Klar, außer der King Chicken, den kennen wir, muss man ja im Abenteuermodus diese Eier sammeln, gibt es auch einen Charakter, der sieht so cool aus. Also, da bin ich echt gewundert und ihr merkt, ich spiele mit dem Pro-Controller, wenn wir mit dem Xbox-Controller, mit dem GameCube-Controller spielen, deswegen, tja, vor allem mit dem Pro-Controller, da ist es mir eher als mit dem Xbox und ja. Lasst die Motoren an für eine Produktion. Schnallt euch an für eine weitere. So, und ihr habt es gerade gesehen, bei dem ich gerade zurückgespult bin, bei Binox, ja, die haben. Ich glaube, ihr habt gesehen, welche ich meine. Und zwar, es gibt ein Secret Character. Richtig, es gibt ein Secret Character und es gibt nun für die Zelle keine Nitro-Punkten, sondern Wumpa-Münzen. Richtig, für die Wumpa-Münzen. Und ihr seht, so kennen wir es aus, als wir das Spiel gestartet haben. So wird es aussehen in den nächsten Wochen. Und und zwar hier. Richtig, man bekommt Münzen. Und neue Charakter. Münzen und die kann man durch die Tagesherausforderung. Schaufenster, etwas wie ein anderer Weg, bekommt man da nun Münzen. Klar bei den Tagesherausforderungen und bei den Profi-Herausforderungen. Und die auch was getan. Klar muss nur Nitro Octa irgendwie besiegen. Ich bin noch am Laufen, wie es geht, aber der ist noch nicht drinnen. Aber den kann man hier nicht freischalten, sondern wir müssen ins Rennen. Denn für den Secret Character müssen wir was machen. Wir werden jetzt gleich sehen, wir fangen an mit dem allerersten Rennen. Klar, einen Profi haben wir nicht frei, aber es gibt hier viele 63 Charakter. Auch wie immer dann zum Laden. Dort gibt es 64 Charakter. Wieso 64? Mal 54. Für den Charakter müssen wir festmachen, was ich jetzt gleich in diesem Rennen machen werde. Und das wird die Challenge für die nächsten Monate. Denn ihr werdet gleich sehen. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Denn es ist eine Sammelaktion. Wir müssen was sammeln. Richtig. Ich weiß nun, hey, was denn sammeln?
Hallo, die Grand Prix sind zu Ende. Was gibt's denn da für Content? Ja, es gibt Content. Und zwar werdet ihr es gleich sehen. Dazu muss ich an einem Ort, wo wir immer hingehen, und muss was machen. Und zwar kennt ihr dieses Gebiet hier. Doch. Ihr fragt euch, wieso gehe ich da hoch? Ihr seht. Oh, oh, falsche Richtung. Speichert. Ihr habt gesehen. Ihr habt gesehen, was ich damit meine. Richtig, es gibt einen Charakter und dazu müssen wir was sammeln. Nein, nicht das, sondern diese Kiste, wo ich gerade eingesammelt habe. Beim Tipp, bei Grassbow, den Binox, der Entwickler, wo wir beim Intro ja gesehen haben, also da war auch so der Spoiler, schon ist der neue Charakter. Richtig, nur diese eine Kiste. Ja, und wie schaut man die Kiste frei? Ganz einfach, es sind auf allen Strecken. Damit sind auch die Form-Weak-Strecken gemeint, und überall Kisten verteilen. Es gibt ein paar schwierige, ein paar normalen, also ein paar schwierige, ein paar leichte, zum Beispiel eine Kiste gerade eben, ist eine leichte Kiste. Die alle müssen wir sammeln. Und zwar auf allen Strecken. Einfach sind hart, einfach sind schwierig. Ich werde auch zwischendurch dann racen. Müsst ihr einfach verstehen. Und keine Woche freigeschaltet, 32 München. So, und diese Herausforderung müssen wir auf allen Strecken machen. Richtig gehört. Auf allen Strecken von Quest Team Racing Nitro Fueled, von Quest Team Racing bis hin so, zu den Kartisch-Strecken. Mal ist jetzt aktiviert, die Aufforderung. Nein, die Aufforderung ist nicht aktiviert. Denn beim Zeitrennen gibt es auch was Neues. Und zwar, wenn mir gibt insgesamt drei Geister, wo wir besiegen müssen. Meine vier Geister, wo wir besiegen müssen, denn wie ich sagen muss, werden wir jetzt das in den kommenden Wochen die Kisten sammeln. Das ist mein Ziel.
Am Anfang wurde hat sie auch nichts getan. Okay, es gibt dann auch noch einen Charakter, aber ja. Wo war da die Kiste? Also von wo? Man muss die einmal so einsammeln und ich werde mal das Rennen beenden. Ihr fragt euch, hä? Rennen beenden? Wieso? Die Kiste bleibt gespeichert und wir können direkt dann zur nächsten Strecke dann gehen. Das machen wir bei allen Strecken, wenn nicht in diesem Video machen, sondern dann immer privat dann. Denn wenn wir alle Kisten gesammelt haben, schalten wir somit einen neuen Charakter frei. Ja. Und ja, wir haben den Charakter gerade eben schon gesehen. Doch hier werden wir jetzt ein bisschen langsamer fahren, weil wir müssen jetzt mit die Kiste. Wo ist da die Kiste? Da bist du ja. Leute, ein bisschen diese Geschweige ist. Mit aufgewöhnen. Und man kann gewöhnen. Das kann ein bisschen dauern. Gespeichert ist und das müssen wir auf allen Strecken machen. Da gibt es schwierigere und auch leichte. Und da gibt es auch einen weiteren Geist. Um den zu machen, müssen wir einfach sagen mal. Erstens, wir müssen den Charakter selber freischalten. Zum einen hier mit den Boxen, wo wir auf allen Strecken finden müssen. Damit gemeint ist auf den normalen, als auch bei den GTA und Karten-Strecken, als auch auf den Bonus-Track sind die Kisten auch noch perfekt. Können nur das Rennen beenden, weil die Kiste ist jetzt halt gespeichert. Aber macht nur das Rennen vorbei. Beim ab nächsten Rennen, wenn ich die Kiste gefunden habe, werde ich die dann das Rennen dann verlassen, wenn die Kiste dann gespeichert ist und dann werden wir dann die Jagd nach den Kisten. Das ist die Herausforderung für die kommenden Wochen. Ich werde dann auch dann so weiter machen und gleichzeitig werde ich dann, wenn ich gestern habe, dann mit dem Endprofi einen Und somit ist es auch die Herausforderung, die wo ich dann, die werde ich dann privat machen, weil, wollte eher privat, anstatt die in Livestream oder in LPs machen werde. Wie gesagt, ich werde die dann privat machen.
Ja, fahr da rum. Das Leute bedeutet, wir bekommen keine neuen Strecken. Sondern auch keine neuen Strecken und keine neuen Charaktere. Sondern die Charaktere bekommen wir dann in dem, dann so, in den Boxenstopp kommen dann die neuen Charaktere. Ich will kurz noch erinnern, so, Geheimhöhlen haben wir, Questbucht haben wir, Abwasserring, Bußröhre, Abwasserring ist dann die nächste Herausforderung. Ich habe brauche die Abkürzung. Dann Futsarena, Turbobahn, Coco Park, dann kommen die schwierigeren, zum Beispiel hier, Tiger Temple, Pavo Pyramide, Dingo Canyon, dann Polarpass, deine Arena, Termine, Blizzard Bluff, Oxide Station wird auch wieder schwieriger, als auch dann bei den schwierigeren, weil die Elektrostraße, Tiefseefahrt, Donnerschlag, Tiny Temple, Meteorflucht, Hyperstraße und die schwierigste wird dann die Driver Wong Gefahr. Das wird dann die schwierigste Binox. Küste und das ist dann auch die letzte. Das bedeutet, wir müssen, um die Binox-Küste beim Preis zu schalten, dann um diese Checkpoint-Karte zu bekommen, müssen wir auf allen Strecken insgesamt 10 plus die Bonus-Strecken dazu von den Grand Prix, von den vergangenen Grand Prix. Da haben wir dazu getan. Auf allen 39 Strecken müssen wir die Binox-Kisten finden, ja. Das heißt, wir haben bei Grassbuch und Geheimhöhle haben wir so ein Abwasserring fehlt. Guck mal online. Seht ihr, das ist die Belohnung, die wo wir bekommen, wenn wir den, wenn wir dann alle Kisten gesammelt haben, ist das die Belohnung? Wenn wir dann alle Kisten auf allen Strecken gefunden haben. Ja, diese Aufgabe müssen wir dann machen. Das heißt auch dann die muss zwischendurch dann mal schauen. Ich würde sagen, wir machen noch den Abwasserring. Da haben wir da kurz, wo da die
Kiste ist. Wir werden mir dann schauen und dann noch die Röhre, damit wir dann bei den Kisten dann machen kann. Kann ich glaube auch noch beim Zeitfahren auch noch machen. So. Dann haben wir da ein bisschen Ruhe. So, da müssen wir, um die Minuskiste zu bekommen. Verfahren ich nicht in meinem Stau. Abkürzung machen. Und das ist die schwierigste Aufgabe überhaupt. Wir brauchen da die Abkürzung, um an die Bienenkiste zu kommen. Alter, wie komme ich da hoch? Woher komme ich die Abkürzung? Bist du noch da? Ich glaube, da hinten ist die Binox-Kiste, ja. Ich glaube, da hinten ist die Binox-Kiste. Oh, ja. Das ist die schwierigste Aufgabe überhaupt, weil wir müssen das da einbringen machen. Das heißt, die... Oder ist die dabei? Verfahre dich nicht in meinem Stau. Fast hätte ich's. Früher konnte ich abkürzen, aber irgendwie bin ich gerade, Sie sind eingerostet, ich habe Zeit. Und da nein. Und da. Da ist auch schon die Binox-Kiste. Wir das Rennen und dann das dauert ein bisschen, bis es gespeichert ist. Ja, wir müssen hier auch noch bedenken, dass das Speichern dann immer ein bisschen dauert, weil damit haben wir jetzt die Strecke auch abgeschlossen. Bei Rußröhre ist es einfach, ja, und das Ganze müsst ihr dann auf allen machen. Oh, falsche Richtung. Ja, viele von euch werden glaube ich die Kiste den Charakter schon haben. Ich muss ja immer die Kiste überall sammeln. Das wird ein bisschen schwierig für mich. Ja. Ich werde auch kein Video dazu machen, wie man alles findet.
Da will ich euch mal ein Video mal erklären, aber wo die Locations sind, das will ich euch ja nicht zeigen. Sorry, aber mein Nerv ist da und wir am Ende. Dann am Ende. Da will der Content kommen. Ja, das ist der Content, was wir erwarten. Und ja. Wie gesagt, jetzt müssen wir ganz kurz zusammen. Und das auf allen Zwecken. Damit wir dann Kürze bekommen. Also, wie gesagt, es wird eine Arbeit für mich, aber mit einer Haufen Arbeit wird man mit meiner Ferien dann glaube ich dann berücksichtigt. Auf jeden Fall, ich habe einen Trophy bekommen hier. Ich kann auch den zweiten Teil des Kampfes in München. Und jetzt kommt. Jetzt wie gesagt, der Grand Prix war am 11. Und heute ist der 27.3. wie gesagt. So. Kurz Sound, wenn ihr uns ihren Sound kann ich machen. Auf geht's mit Bruce Röhre. Da ist dann die nächste Kiste, die wir dann holen werden. Hier ist auch die einfachste Kiste. Doch die Kisten sind irgendwie woanders platziert. Sind auch im Querfeld irgendwo platziert und die müsst ihr dann fangen. Dann holen, das wird schwierig werden, ja, alle Kisten zu holen. Und die Belohnung ist dann der neue Charakter. So, ich werde dann eine Liste von Strecken dann machen und dann das dann abhaken, wenn ich die Kiste dann habe. Aber ein Video, wo ich alle Kisten finde, auf gar keinen Fall. Da wird der Speicher dann voll, deswegen, sorry. Ich werde das nicht machen mit euch, alle Kisten holen. Das ist noch kein Livestream, das ist ein Livestream wieder. Und da ist die Kiste ganz einfach. Die Kiste gibt es. Alter, wo ist das? Hallo, wo ist die Kiste? Willst du denn gar nicht mithalten?
Da ist die Kiste drin, die Bahn. Oh, falsche Richtung. Klar, weil ihr jetzt keinen Nimmer schaffen. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Kiste. Ich würde sagen, habe ich jetzt natürlich hier die Gebiete komplett. Und das Ganze muss ich jetzt auf allen anderen Zwecken machen. Wie gesagt, werde ich offscreen machen. Und was es ergeben wird, werden wir sehen. Dann bin ich sicher, dass das auch kriege. Wird der Platz, war mir nichts aus, es geht hier um die Kiste. 24 Münzen, geht klar. So. Also wir haben jetzt halt die erste Gebiet schon abgeschlossen. Mit den, also 4 Kisten haben wir. Und wie gesagt, dann überall ist das wie versteckt. Ich würde sagen, wo ist das? Wo ist das ein Kokosfond? Schauen wir da, wo die Peanut-Kiste ist. Dann machen wir noch diese drei Rente, die 1500, bis ich BBN-Entwurf habe, damit ich was von dem Content was kaufen kann. Deswegen. So. Okay, wo ist da die Kiste? Verfahr dich nicht in meinem Stau. Yeah.
Die würde ich jetzt erstmal nachschauen. War gerade die ganze Zeit vorbei. Bitte sammelt bitte die Spinox, da wo ich jetzt die Spinox sehe, einfach dann. Verneigt euch nun! Und somit sie das auch bei allen anderen Strecken machen. Also wie gesagt, dann die Spinox-Kisten. Ich werde die dann machen. Diese Aufforderung und. Damit ich dann den bekommen habe, kann ja. Wie viel kostet man eigentlich der? Alles klar, 2500 so. Und dann haben wir Turbofahren. So, wo ist da die Binox-Kiste? Die Python mal die Binox-Kisten überholen. Daraus gibt es sowieso ein Video, wie man alle Binox-Kisten findet. Okay, wo ist da der Box? Die Binox Box.
Ich muss die Rudi da jetzt dazu nachschauen. Wo ist die Binox-Kiste? Ich will gar nicht mit. So. Okay, ab jetzt muss ich nur nachschauen. BTF! Dein Feuerfuck! So, wenn ich es nicht gewinne, aber die Kiste war wichtiger. What? Richtig gespielt! Bist du noch da? Und dieses Kuckuckpack? Und so wieder an in Analyse sein, das weiß ich jetzt schon. Ja, und diese Aufgabe muss ich nun. Eine Niederlage gegen unwürdige Erdlinge. Eine Schande. So. Alter, die... Ich glaube, wir dann Time Trials spielen. Weil danach den Boxen sound. Und dann wenn ich dann alle Kisten dann habe, dann werde ich dann come on. Da habe ich so. Nehme ich dann auf. 14 Minuten, ich würde sagen, ich werde, jetzt werde ich ab, glaube ich. Gewinne ein Spiel. Dann. Hä? What the hell? Was? Ich suche mal einen neuen Wagen? Hä? Ich hab... Nitro GT. Ich bin ins Spiel, muss ich rennen mit Sam.
Kreislaufanlage. Ich weiß, jetzt kommen wir zusammen. Mit dem Master und wo dann die ganzen Kisten sind. Wie gesagt, wir sind neuer Content. Wie gesagt, wir bekommen nun die Binox-Box bekommen wir dann, ja, weil wir dann überall die ganzen Boxen sammeln. Wie gesagt, wir müssen dann allen Strecken schauen, wo das dann ist. Oh,
Stronę spłynów temet kwanki. What? Wir fahren jetzt immer online und ich fahre da normales Rennen. Ich werde nie nach den Kisten schauen. Und hier bei diesem Online-Rennen, wie gesagt, mal schauen, wie es da aussehen wird. Wie gesagt, ist dann der Content war. Spoiler, ich brauche eine andere Strecke. Bitte eine andere Strecke, vielleicht Crashkurs oder so, aber keine Strecke, wo so die Piste dabei ist. Nee.
Wie gesagt, das ist nur der Content, was uns erwarten wird nach, nach dem Grand Prix. Und mir gefällt, also mir gefällt wirklich das. Und ja, also mir gefällt wirklich. Wie gesagt, ich werde jetzt bitte ab. Ich muss sagen, die Spesca auch frei. Können wir sie aus Spesca freischalten? Ich hoffe mal. So, ein Tsunami ist erreicht. Ich sage jetzt, brauche nur noch ganz viel Geld und dann. Du siehst jetzt eine Stelle da, wo ich so den Binox Geton habe. Wie gesagt, das ist die Herausforderung, die wo ich in den nächsten kommenden Wochen und Monaten da machen werde. Die Binox Münzen dann, die Binox Kisten dann sammeln auf allen Strecken. Ja, werde Offscreen machen und dann können wir so mit dem Story-Modus dann weitermachen. Ja, also im Story-Modus werden wir dann weitermachen. Weil, wir wollen den Story-Modus nicht weitermachen, weil ja die Compris ja dazwischen kommen. Und dazwischen gekommen sind, deswegen. Tja. Genau, ich glaube, wir sind danach mal einteilen. Es gibt noch die Endprofi-Geister. Und das steht da eine, hat er das nicht oder was?
What the hell? Leckt das total gerade. Bin ich gerade in einem Leckraum drinnen. Also an meinem Internet liegt es nicht. Sonst hätte ich das nicht zeigen können. Aber ich glaube bei denen leckt es total. Alter, bitte. Ich höre bitte an alle, die wohnen in diesem Video, dann werde ich dann bitte prüft euer Internet. Bitte. Weil so kann ich nicht online fahren. Und wenn das so leckt, ihr habt es ja gesehen, ich bin da. Bitte prüft euer Internet. Bitte. Weil so kann ich kein Rennen fahren. Ich habe auch noch mal mit der Community zu schauen, aber dann, wie gesagt, prüft bitte euer Internet, bitte. Man kann nie wissen. Na! Das hasse ich! Ich bin jetzt allein im Raum. Ich hoffe, ich bin wieder allein. Wieso gehen die alle raus? Haben die disconnected oder was ist das? Also. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Oder bei denen ist das Internet schlecht. An mir liegt das nicht. An mir liegt das nicht. Ich bin nur 200 und die möchte ich haben. Also bitte. Bitte bringt mir ein... Bitte.
Nur für 200, bitte, mach. Holt bitte einen. Holt mir bitte einen Arzt. Wie gesagt, werde ich Binox-Kisten holen, dann werde ich dann. Fehler und die möchte ich haben. Also, hopp! Hey, das sind Binox! Really? Neben mir steht ein Box, da vorne steht ein Box, also. Alter, alle fahren gegen. Ich werde nicht jetzt danach den Binox. Spannend, wo da der Binox. Out. Oder der Binox. Thank you.
unmittelbaren Not am nächsten Tag. Dann weiß ich, die noch zu tun, dann holen. Vielleicht hole ich mir wie die Endprofi. So, tun wir die WM-Trophy und dann können wir es mal loslegen. So, und dann werde ich offscreen dann beim Kisten, DNC-Kiste und Headphone-Kiste. Die machen nix. So, ich gehe kurz mal raus. Und dann werden wir dann mal. So, dann werden wir BBN-Trophy holen. Und dann werden wir dann. Okay, ich sage nichts dazu. Dann nun weiter auf die Peanuts-Kistenjagd machen. Und ich hoffe, ist er auch dabei. Und wir sehen uns dann im nächsten. Ich werde wie gesagt jetzt auf die Peanuts-Kistenjagd machen. Das heißt, ich werde nun die Rennen machen. Das heißt dann. So sieht es nicht haben mehr. Dann der Turbobahn namens Coco Park ist dann der nächste und danach dann weiter, wie gesagt, eine Strecke haben wir und zwar Hyperstraße, das haben wir und dann nur noch da und dann, wie gesagt, werde ich jetzt auf die Binox-Kisten machen, das werde ich dann offscreen werde ich die Binox-Kisten dann machen und dann wird es dann sagen, nachdem ich die Binox-Kisten habe, werde ich dann ein Video machen, wo ich das zeigen werde. Wie gesagt, ihr werdet jetzt die Binox-Kisten dann offscreen holen und dann sehen wir uns dann in einer der kommenden Folgen von Quest Team Racing Nitro Fuel wieder. Also bis dahin, mit einer wunderbaren Zeit und euer Crazy Smith sagt nun Tschüss!